¿Cómo están? Thank you.
Mamá.
mi hija te conduce con el patín.
Ein ganz kleines Dankeschön, nur ein Zeichen, habe ich deshalb auch mitgebracht. Passt
vielleicht zu dem Garten, zu der kleinen Raupe, die sich überall durchfrisst. Vielleicht bleiben die Blumen verschont, aber die Süßigkeiten darf sie dann essen. Möchte ich Sie noch einladen, einmal darüber nachzudenken, was es heißt, Kindergarten und Gemeinde. Für mich gehört es eigentlich zusammen und deshalb stehe ich heute noch einmal vor Ihnen. Ohne Pfarrer ist es eigentlich umso deutlicher oder umso wichtiger, dass eine Gemeinde zusammenhält. Das ist uns in den letzten Monaten, wir haben es versucht, aber es ist schwer. Und wir versuchen gezielt, einmal im Monat einzuladen zu einem Familiengottesdienst, wo speziell für Kindergartenkinder, für Schulkinder, für Heranwachsende ein Angebot angeboten wird. Das wird bislang noch nicht so wahrgenommen, wie wir uns das vorstellen. Und manchmal ist die Arbeit, die dann darin steckt, enttäuschend, wenn also so wenig Gottesdienstteilnehmer da sind. Vielleicht beherzigen Sie in den kommenden Monaten die Einladung, die immer wieder auch schriftlich an Sie ergehen wird. Fühlen Sie sich nicht nur dem Kindergarten verpflichtet und freuen Sie sich nicht nur darüber, dass es einen katholischen Kindergarten gibt, sondern hinter einem katholischen Kindergarten steckt immer auch eine Gottesdienstgemeinde. Und die müssen Sie mittragen, wir sind gemeinsam Gemeinde oder gar nicht. Und deshalb lade ich Sie also ein. Danke dafür. No, calladito, a ver, hablen porque se escucha la voz.
déjame ver a tu abuelo. No lo veo. Mire. Agáchate para que salgas con tu abuelito. No, lo estás tapando, mami. Yo sé que tú quieres salir. ¿Quién yo? Un beso a su abuelo, un besito, un abrazo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué linda! Estos amores. Ponte a la cara, Victoria. No, mira para tu mamá. Son amores, pero amores. A tan temprana edad. Oye, Locaria.